So, wie versprochen, melde ich mich noch zurück, zwar etwas verspätet, weil ich noch für die BNP Bank Paribas was schreiben musste und auch noch was vervollständigen musste für den Cottonmore Trader. So, dann schauen wir uns den Dow Jones Index an. Er hatte eine Handelsrange im regulären Handel von 60 Punkten. 17.660 war das Hoch und etwa knapp unter der 17.600 Punkte das Tief. Hier im 30-Minuten-Chart sowie im Stunden-Chart kämpft der Kurs mit dem EMA 10 und somit auch mit der Oberkante des Rainbows. Im 4-Stunden-Chart ist die Rainbow-Oberkante liegt hier bei 17.470 und zieht etwa bis zu 17.500 hoch in den nächsten Stunden. Somit wäre dieses Kurslevel ein probates Ziel. Dann wäre auch hier das kleine Aufwärtsgap geschlossen. Der eingezeichnete Kursverlauf könnte somit auch noch stattfinden, indem jetzt morgen früh doch direkt ein neues Hoch erreicht wird und dann eben die Abwärtsbewegung bis zum EMA 38 bzw. bis zur Aufwärtstrendlinie sich die Abwärtsbewegung fortsetzen könnte. Somit bleibt dieses eingezeichnete Szenario vom Wochenende auch noch favorisiert. Genauso wie der Kursbereich, der obere Kursbereich. Beim Nasdaq hätte jetzt eben kein neues Hoch, sollte eigentlich kein neues Hoch stattfinden. Bislang gab es auch nicht, aber er hat sich doch etwas stärker entwickelt als gedacht, obwohl die Apple-Aktie relativ schwach war. Also hier muss man weiter auf der Hut sein und auf jeden Fall dieses Level von 4.681 im Auge behalten und genauso wie das Korrekturlevel von 4.530. Auch hier bleibt die Prognose erstmal so erhalten. Beim DAX haben wir hier im 1-Stunden-Chart ebenfalls die Oberkante des Rainbows erreicht. EMA 10 wird bislang verteidigt auf Schlusskursbasis. Auch hier sind ja die gleichen Pfeile noch vom Wochenende drin. Wäre natürlich ein Rücklauf bis 10.660 Punkten, vielleicht im Vormittagshandel, möglich, um dann nochmal eine Aufwärtsbewegung anzuschließen. Der 4-Stunden-Chart ist natürlich auch noch bullisch, obwohl die Kerzen hier signalisieren etwas Schwäche. Schauen wir noch kurz den Tageschart an. Ja, ist zwar kein eindeutiger Doji, aber auf alle Fälle ein Angriffsziel für die Bären, um den Kurs etwas nach unten zu treiben. Also bitte auf jeden Fall Angriffsfläche. Aber wichtig wird wahrscheinlich eben auch wieder der Verlauf im asiatischen Handel sein. Den kann ich jetzt hier noch nicht skizzieren. Der findet ja gerade statt. Und mehr dazu im neuen Live-Video ab circa 10 Uhr. Bis dahin.